Herzlich willkommen zur obligatorischen Pressekonferenz heute am 24. Oktober, zwei Tage vor unserem Auswärtsspiel in Rostock. Sven, die Spiele gegen Hansa letzte Saison waren beide brisant und beide sehr unterschiedlich vom Ergebnis her und vom Verlauf. Nimmst du in Vorbereitung auf das Spiel die beiden Spiele nochmal als Erklärungshilfe? Ach, eher weniger, weil sich ja auch kadermäßig eine Menge verändert hat in dem Jahr. Aber vom reinen Ablauf her war es so, wir waren, sagen wir, oder haben verdient in Rostock vor einem Jahr verloren. Und dann denke ich aber zu Hause das Heimspiel hier auch verdient gewonnen. Das ist eher nicht der Ansatz. Der Ansatz ist eher, dass wir am Wochenende gegen Darmstadt, gegen eine wirklich gute Mannschaft, spielerisch nicht überzeugt haben, dass wir das Tor gemacht haben und dann dieses Tor mit viel Willen, viel Leidenschaft verteidigt haben, dass das also stimmt oder gestimmt hat im letzten Spiel, dass wir in Rostock auf einen angeschlagenen Gegner treffen, der hundertprozentig natürlich diese Chance versuchen wird zu nutzen, zu Hause diesen Trend, der so ein klein wenig jetzt da ist bei Ihnen, entgegenzuwirken, und mit viel Moral, mit viel Leidenschaft wird es das Ziel sein, uns zu Hause zu schlagen. Und ich denke, davon müssen wir ausgehen, dass uns eine sehr, sehr kampfstarke Truppe, laufstarke Truppe in Rostock erwartet, die, und das denke ich, wenn sie Gas geben, auch von ihren Zuschauern gut unterstützt werden. In Rostock ist das immer von der Atmosphäre her auch ein schönes Spiel, keine Frage. Und ja, da weiß ich einfach, dass es eine schwierige Aufgabe wird. Aber wenn es uns gelingt, mit der Leidenschaft dagegen zu halten, mit Laufarbeit, mit taktischer Disziplin und mit dieser selben Kampfkraft zu spielen, dass wir natürlich auch eine Chance haben in Rostock. Personalsituation hat sich noch ein bisschen mehr entspannt. Diese Woche gab es eigentlich keine personellen Ausfälle, was Verletzungen oder Krankheiten anging, wie ich das beobachten konnte. Toni Lindmann kommt nach seiner Sperre wieder zurück. Ist dann wieder eine Offensivoption mehr, stand in der Zeitung, habe ich irgendwo gelesen. Wird er gleich von Beginn an spielen oder erst einmal gucken? Ach, die letzten Überlegungen, was die Aufstellung angeht, sagen wir, habe ich, oder da bin ich noch nie am Ende. Würde auch ehrlicherweise natürlich jetzt hier zwei Tage vor dem Spiel nicht die Aufstellung sagen. Das ist, denke ich, auch eine normale Geschichte. Linde, sagen wir mal, hat jetzt diese Sperre abgesessen, für meine Begriffe ja für eine Aktion, die man nie hätte unbedingt mit Rot ahnden müssen in dem Spiel gegen Chemnitz. Da bin ich definitiv froh, dass wir eine Option mehr haben in der Offensive, weil egal, vor allen Dingen auch wenn er reinkam, er ja seine Sache ordentlich gemacht hat. Aber jetzt beginnt. Ich denke, es läuft eher darauf hinaus, dass er von der Bank kommt, ohne da nun abschließend schon zu sagen, so ist es oder so ist es. Du hast vorhin schon angesprochen, was doch angeschlagen, Trend ein bisschen nach unten. Für Kollege Bergmann geht es laut Pressemeldungen von der Ostsee oben möglicherweise sein oder nicht sein, bleiben oder nicht mehr bleiben. Können wir keine Rücksicht drauf nehmen, denke ich mal. Aber fühlt man da mit dem Kollegen so ein bisschen mit? Oder wie angeschlagen oder wie gefährlich ist deswegen Rostock? Ja, genau, das ist die Situation, dass die Rostocker sehr, sehr gut in die Saison gestartet sind. Ich glaube, aus den ersten fünf Spielen haben sie drei gewonnen, eins unentschieden geholt. Jetzt haben sie eben diesen Abwärtstrend. Werden alles dafür tun, um zu Hause, wie gesagt, mit viel Moral, mit viel Leidenschaft uns, sagen wir mal, umzuhauen. Es ist immer schwierig für einen Trainer und es ist auch immer schade, wenn dann so eine Situation ansteht, hopp oder top, das ist so. Und jeder, der, sagen wir mal, in dem Beruf tätig ist, kann dann auch immer mitfühlen, wie es jemand geht, der vielleicht gerade in so einer Situation ist, das ist keine Frage. Auf der anderen Seite, sag mal, bin ich Trainer von Halle und da ist es natürlich mein vordergründiges Ziel, mit der Mannschaft, die ich trainiere, erfolgreich zu sein. Und das versuchen wir auch in Rostock, unabhängig davon, wie da jetzt die Situation ist. Ja, eure Fragen bitte.
Christian? Letzte Woche, als wir hier saßen, haben Sie das 0-4 in Dortmund mal ein bisschen eingeordnet, das eigentlich besser war, als das Ergebnis zum Ausdruck gebracht hat. Ein Stück weit war das noch am Wochenende durchaus umgekehrt, dass das Ergebnis bestimmt hat. Spielerisch war das durchaus mitunter harte Kosten. Wie ist denn die Analyse jetzt unter der Woche ausgefallen mit der Mannschaft, was vor allem den spielerischen Aspekt auch angeht? Ich beziehe mich da jetzt mal ganz konkret auf den Spielaufbau, was von hinten raus, was zum Teil wirklich sehr ungewöhnlich aussah mit vielen langen Bällen. Ich sage es immer wieder, wir sind in der dritten Liga. Wir sind keine Mannschaft, die gestartet ist und von Aufstieg gesprochen hat, sondern wir müssen uns finden. Und so ein Spiel wie hier zu Hause gegen Darmstadt zeigt ganz einfach, dass wir genügend Dinge haben, die noch verbessert werden müssen. Und ein was kann ich Ihnen zu 100% versichern. Und alle anderen Trainer, die das anders erzählen, sind für meine Begriffe nicht ehrlich. Es wird nicht so sein, dass wir innerhalb von einer Woche die Spieleröffnung verbessert haben. Ja, natürlich wissen wir, dass wir das trainieren müssen. Wir haben es aber auch schon vor dem Darmstadt-Spiel trainiert. Und dann ist es immer die Kunst, im Punktspiel unter sagen wir mal, dieser nervlichen Anspannung es dann hinzukriegen, die Mischung zu finden zwischen Fußball spielen wollen, mir das zuzutrauen und trotzdem die Situation richtig einzuschätzen, ob es sagen wir mal, in dem Moment besser geht oder schlechter geht. Da sind in unseren Spielen noch genügend Schwankungen dabei. Also wir haben, sagen wir mal, wir brauchen, denke ich, auch nicht jede Woche zu reden. Dort hat man vielleicht Glück, dort hat man ein bisschen Pech. Ich denke, von den Heimspielen, die wir hier absolviert haben, haben wir in der Summe trotzdem nicht so sehr viel gewonnen, gerade zu Beginn. Und die Spiele waren okay. Da war die Spieleröffnung okay. Und jetzt haben wir eben da mal diese Probleme gehabt. Das kann durchaus auch mal wieder vorkommen. Ziel ist es, uns dort zu verbessern, ganz klar. Aber es ist immer so, ob uns das nun jetzt von, sag mal, wirklich, und da gebe ich Ihnen ja recht, vielen geschlagenen Bällen hier im Heimspiel gegen Darmstadt, gegen eine Mannschaft, die mit viel Selbstvertrauen gespielt hat, und jetzt in Rostock, ob uns das gelingt, das werden wir sehen. Versuchen wollen wir es schon. Wobei das Kuriose in diesem Spiel war, es ist ja nicht so, dass die Mannschaft das nicht könnte. Sie haben ja selbst gerade gesagt, in vielen Spielen hat es ja durchaus besser funktioniert. Aber man hat durchaus den Eindruck, dass das überhaupt gar keine Option war in diesem Spiel. Der Versuch überhaupt nicht gemacht worden ist, weil der im Prinzip jeder Angriff mit einem langen Abschlag schon vom Torwart angefangen hat. Ja, das ist immer die Konstellation. Die Darmstädter, nochmal, es war die Mannschaft mit den wenigsten Gegentoren. Ich glaube, die zweitmeisten hatten sie vor dem Spiel gegen uns geschossen. Sie sind mit breiter Brust hierher gekommen. Sie stehen nicht umsonst dort. Das hat, sagen wir, auch die Leistung, die sie in dem Spiel gezeigt haben, bestätigt. Und vielleicht war es bei uns so ein bisschen, natürlich auch mit dem Wissen, dass wir in Dortmund einen auf den Arsch gekriegt haben. Das war, sagen wir, dort ja über weite Strecken versucht haben, guten Fußball zu spielen, aber natürlich in der einen oder anderen Situation ein bisschen nachlässig waren. Es ist dann immer so eine Mischung und gelingt es uns auch mental, uns dort zu verbessern, fußballerisch einen Schritt weiterzukommen, dann entwickelt sich die Mannschaft und das ist auch die Hoffnung. Aber die Problematik kann auch immer noch so bleiben, dass diese Spiele auch in der Art vorkommen. Da ist einfach, sagen wir mal, wir haben, auch wenn das vielleicht abgedroschen klingt, wir haben viele junge Spieler dabei, die sagen wir mal, auch in diesem Männerbereich erstmal so richtig ihre Sporen noch verdienen müssen, die in zweiten Mannschaften gespielt haben, wo dieser Druck nicht immer ganz so groß ist. Und das sind alles so Entwicklungsschritte. Aber ich denke, jeder oder die meisten Trainer werden, wenn sie gefragt werden, natürlich sagen, natürlich ist es schön, wenn es uns gelingen würde, wie Dortmund zu spielen. Von Barcelona brauchen wir ja gar nicht mehr reden oder von Bayern. Das Ziel ist immer so dieser schöne Fußball. Aber was gelingt es dir dann, auf dem Platz auch rumzubringen? Also wir versuchen es, auch, wer im Training zuguckt, wird sehen, dass wir gerade was spielerische Dinge angehen, viel trainieren, viel versuchen. Und es ist dann immer so die Frage, gelingt es uns im Spiel? Da ist es uns schon besser gelungen. Zuletzt weniger gut und da wollen wir wieder zumindest diesen Zwischenschritt hinkriegen, dass es nicht so schlecht aussieht wie gegen Darmstadt über weite Strecken. Ist es in dem Zug denkbar, dass auf der 6 zum Beispiel eine personelle Änderung stattfindet? Ich denke, wenn man die Besetzung im zentralen Mittelfeld sieht, dort hat es ja die meisten Veränderungen, sag mal, im Laufe dieser Serie bis jetzt gegeben. Und das zeigt ganz einfach, dass uns dort, sag mal, die ganz große Stabilität
noch nicht gelungen ist. Und solange das eben so ist, kann es durchaus sein, dass dort immer mal wieder eine andere Formation aufläuft auf der Position. Auch aus dem Grund, weil ja nun Wagefeld immer noch verletzt war, der zusammen mit Niklas Brandt das erste Punktspiel begonnen hat und Niklas dann lange verletzt war, wieder dabei war, wieder verletzt war, jetzt ist er wieder gesund. Das kommt ja noch dazu. Dann machen wir mal konkreter, bei Müller hatten Sie ausgewechselt, der hatte sich ja dann etwas aus dem Spiel in Darmstadt ausgeklingt. Sieht er ja selber so kritisch, also wird es da möglicherweise eine Veränderung geben? Kann sein, muss nicht sein. Ist noch wirklich, das ist jetzt auch nicht entschieden, in welcher, sagen wir mal, Formation wir dann im zentralen Mittelfeld beginnen. Gibt es dann schon eine Rückmeldung von Wagefeld? Weil Mike klingt sich ja auch aus allem im Moment aus, ruft nie zurück, bei den Kollegen hier von der MZ das Gleiche. Da seid ihr ja Brüder im Geiste, das ist schön. Ich weiß nicht, ob ihr sonst so eng zusammensteht, außer bei Waage. Doch, doch. Nein, Waage hat diese Woche nochmal ein MRT gemacht. Er wird jetzt anfangen mit Laufen und wer nächste Woche es schafft, mal zum Training zu kommen, sieht ihn vielleicht sogar. Nächste Woche? Okay. Also er muss dann nie anrufen, der kann ja direkt fragen. Ja, keine Ahnung, ich kann ja dem Junge, der ist über 30, nicht vorschreiben, was er zu tun und zu lassen hat. Und ich kontrolliere auch nicht sein Telefon. Darum muss ich einen Trainer fragen. Ja, nee, ist richtig. Also er ist soweit erstmal beschwerdefrei, wenn er nichts jetzt mal, was fußballerische Dinge angeht. Er fängt jetzt an mit Laufen und da werden wir sehen, ob das dann, sagen wir, alles gut verläuft weiterhin. Das ist ja auch immer so ein Risikospiel. Wie viele Fans fahren denn hoch? Vielleicht eine Frage an Knut. Also haben Kontingent von 1200 Karten zugesichert. Es sind irgendwas zwischen um die 800, knapp 800 glaube ich weg. 750. Die organisiert die Zugfahrt? Mehr oder weniger. Okay. Also in Rostock, deswegen so steht es ja bei uns auf der Homepage, die Hinweise der ganzen der Rostocker Polizei und Bundespolizei, wo sie sich dazu treffen, haben sie beim Vorplatz auch die PKWs abzustellen. Und es wird in, fragt mich jetzt bitte nicht wieder Rastorfest oder beziehungsweise der Parkplatz vor Rostock, da wird es nochmal eine Sammelstelle geben, wo dann die drei, unsere drei Fanbusse vom Jürgen Böhm und Rheingang organisiert und im Roten Ochsen mit den PKWs im Konvoi dann vor unter Polizeibegleitung. Alles andere müssen wir sehen. Weitere Fragen? Soweit nicht der Fall. Dann bedanke ich mich. Wünsche, jetzt ist es wieder trocken geworden, schönen Donnerstag, morgen oder Samstag, schöne Reise nach Rostock und uns ein erfolgreiches Spiel.